Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Gemüsepfanne. Jubiläum. Jetzt bitte Triller pfeifen. Tü Und hallo Tom, mein Co-Host. Hallo Arti, Artischocke, sollte Und ich sagen. Du sagst ja wir. immer schön, dass ich Tom Arte bin, aber du bist der Artischocke mit vollem Ja. Namen. Das möchte ich auch mal sagen. Und ja, wir schauen heute Folge 7 unserer Werbung endlich weiter. Kleiner Scherz. Zum 20-jährigen machen wir natürlich ein kleines Spezial, denn was machen wir heute? Wir spielen das Spiel Bury Me My Love oder auch wie ich es nenne, Ficky Alter. Ficky das Game. Es ist ein Spiel, in dem du. Ja, wir werden ja gleich sehen, was wir hier machen. Du musst irgendwie einer Alten dabei helfen, aus Syrien zu flüchten und illegal die Grenze zu übertreten, um ins heilige Land, ins gelobte Land Deutschland zu kommen. Also Flüchtlingsbewegung, das Spiel, geil. Das Genau unser klingt, Ding. ja, klingt doch nach einem schönen Jump'n'Run, wenn man so möchte. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Jump-Man wird. Also, da hätte ich Bock drauf. Mal sehen. Ja, du, ich weiß nicht. Lass uns einfach einsteigen, ne? Ja, bitte. Es wird bestimmt knirsch. Es wird richtig knurrig. Okay. Also, eine fiktive Geschichte. Naja, so fiktiv ist sie nicht, ne? Begrabe mich, ja, ist eine. Ja. Okay. Und wie bei den Begrabe. alten Warcraft 3 Maps, Taste drücken, Vollidiot. Taste drücken, ja. Sonst geht die Tower Defense nicht los. Oh, ah, da musst du aber hier nochmal Reise Ich, erneut beginnen, glaube ich, ja. machen, weil. Ja, mach mal Reise erneut beginnen. Wir hatten, um die Soundgeschichten ein bisschen abzustimmen, schon mal Ja. reingespielt. Eine Sekunde gefühlt. 2015, na, das passt ja. Soll ich mal. Ich lese mal vor. Matscht, ich habe Explosion gehört. Geht's dir gut? Ja, mir geht es gut. Der Allah sei Dank, Gnade ich bin von der Lars. Garden. Oh, wie schnell geht denn das? Wir versuchen herauszufinden, wo wir die Sanitäter hinschicken sollen. Sie reden gerade im Radio darüber. Es ist in Talgisee. Scheiße, sagt Matscht. Arbeitet deine Schwester nicht dort? Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aha. Hier, eine Koproduktion von Arte möchte ich hier mal hervorheben. Von unserem guten Gebührengeld kommen solche Spiele raus. Erst Mama, dann Armin, dann Tarek, der Gott weiß, wo es steckt. Und jetzt Nawal. Der Gott weiß, wo steckt was? Wie geht es ihr? Gar nicht gut. Sie ist jetzt auf der Intensivstation. Mehr können wir erstmal nicht tun. Ich schwöre dir, Matscht, wenn sie nicht überlebt, bin ich weg. Dann gehe ich nach Europa, die Staaten oder sogar nach China, ganz egal wohin. Hauptsache nicht Homs. Hauptsache nicht Syrien. Aha. Begrabe mich, mein Schatz, heißt das Spiel. Ja, Bury Me My Love ist der eigentliche Titel. So kauft man es auf Steam. Puh. Ich hab Bock. Du auch? Dann leg los. Achso, ich sehe übrigens nicht, wo du klickst, nur für die Zuschauer. So, wir haben ein Bild bekommen von Nur. Nur ist irgendeine Aale ohne Kopftuch. Arti, falls du was sagst, du bist irgendwie stumm, übrigens. Ah. Es geht immer so los wie im Schubschein. Ja. Also das fehlende Kopftuch ist gleich ein bisschen. Ist sie am Ende dieser, was waren das, koptische Christen oder was das war? Ja, ne? Die sind doch dort gewesen. Boah, keine Ahnung. Ja, stimmt. Da stellt sich schon die Frage, ist das jetzt erstmal eine Muslimin oder soll uns das einfach so verkauft werden, dass es auch Frauen gibt in Syrien, die voll modern sind? Also moderne, aufgeklärte Muslime. Ist ja ist absurd, weil. Also was heißt absurd? Streng genommen war ja Syrien ein sehr fortschrittliches Land, bevor der Krieg losgegangen war. Also ein relativ westliches muslimisches Land. Ja. Hatte ich so tatsächlich auch in Erinnerung, ja. Tja, das ist jetzt leider eine Erinnerung. Ja. Ach so, und du kannst jetzt hier, für mich zu erklären, du kannst jetzt hier nur antworten schon an der Bushalte. Du kannst jetzt hier nichts Genau. wählen oder so. Ja. Ah, okay. Wer Es sieht sagt übrigens so aus, das? als würden die Telegram benutzen mit diesem. Und jetzt muss ich auf den Papierflieger tippen. Ja. Ja, genau, wegen dem Papierflieger meine ich das ja. Aber es ist wahrscheinlich WhatsApp nachempfunden. Schon an der Bushalte. Sie sagte, jep, Taxi ist aber noch nicht da. So. Ich lese mal immer die Nur, so machen wir es mal. Weil es ist leider nicht vertont, das Spiel, obwohl das hier. װ     װ││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 װװ================─└װװװ││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 
5 Euro gekostet hat. Das ja, aber ernsthaft. In, ja, also ein halber Superchat, also was ist hier los? Wir hatten letztens gratis hier dieses Leons Identität gespielt, das war wenigstens vertont. Mhm. Aber wir können jetzt so sagen, das fängt ja gut an. Oder ich nehme mal die erste Option, weil beim Einspielen hatten wir die zweite mal genommen. Ja. Das fängt ja gut an. Und dann betreten wir, glaube ich, Neuland. Traurig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich etwas vergesse. Ich hatte ja doch gesagt, pack die Badehose ein. Oh. Also willst du vielleicht den Mann lesen? Ich hatte gesagt, dass du eher mit dem Packen anfangen sollst. Also ich bin gerade richtig hart empowernd. Ja, du bist richtig empowernd. Sag mir einfach, wenn dir etwas einfällt. Ich habe... Ich packe meinen Koffer. Meinen Reisepass. Warte, ja, ich will das mal fix, so. das Bild. Oh. Okay. Ja, also sie schickt uns ein Bild von sich und sie sieht aus wie so ein dicker Junge, der schmollt. Ja, sie ist jetzt ein bisschen angepisst. Wir haben sie nicht unterstützt, ja. So, sag mir einfach, wenn dir etwas einfällt. Ich habe meinen Reisepass, das Flugticket in die Türkei plus Visum. Mit Visum sogar, kommen Sie da. 621.000 Lira. Das entspricht wahrscheinlich 10 Euro. Nee, das steht hier unten. Ach so, tatsächlich. Sie fühlt sich gerade so reich. Aha, das sind nicht mal 2.700 Euro. Alter, das ist viel Geld. Was will die denn? Ja. Naja, die Schlepper sind doch teuer. Wir müssen auch noch die Schlepper bezahlen. Wir haben doch ein Visum. Ja, für die Türkei, aber nicht für Deutschland. Was ist das hier? Genau, schreibt nur. Dein Ladegerät fürs Handy. Extra Pulli, Jeans und T-Shirt. Reiseapotheke und Seife. Was vergesse ich? Ich glaube, bei deinem Deo raste die völlig aus. Ja, vergiss mal hier einen externen Handy-Akku oder das Deo. Ich nehme mal die Kraftbank, ja, die Powerbank. Kraftbank, sehr gut. Apropos, sie schreibt, danke, weil wir, gerade bei vergessen sind, der Timer läuft, ja. Ja. Ach so, scheiße, den Timer. Der läuft ja. Also, nice. Die Stoppuhr läuft. Ja. Ich finde es erstmal befremdlich. Die kommt mir so völlig unselbstständig vor. Du musst ja buchstäblich hinterherräumen, gleich am Anfang, was die mitzunehmen hat. Also. Nö, die hat ja schon ein paar Sachen gepackt. Aber wer schreibt denn so? Also. Ja, wer schreibt denn sowas? Das ist alles so realitätsfremd, unfassbar. Es wird auch bestimmt noch übelst mettig, wenn die dann Richtung Deutschland geht, ey. Also wenn das jetzt schon so ist, oh Gott. Ja, also, das ist jetzt schon der pure, ja, so diese Flüchtlingsromantik, sag ich mal. Ja, diese rosarote Brille, genau, ja. Ja, genau, das sind alles aufgeklärte, tolle Menschen. Und die ist bestimmt nämlich auch beruflich Raketenwissenschaftlerin, das wette ich. Mindestens Journalistin. Warte, das heißt jetzt ja Medienschaffende. Ja, ich glaube fast, die ist wirklich Journalistin. Ja, die ist regierungskritisch oder so. Das hatte ich mal gelesen oder so. Ich nehme mal das Essen, oder? Komm. Achso, warte, ich will mal testen. Kann ich jetzt hier? Ah, ich kann tatsächlich nochmal. Okay. Achso, und dann kannst du auf Absenden drücken. Ja. Okay. Sollen sie was zu essen mitnehmen oder ein extra Paar Schuhe? Okay, also ich kann auch nicht mit Enter abschicken. Das ist reines Mausspiel. Das ist hier ein bisschen wie bei der Dora the Explorer irgendwie. Was soll ich mitnehmen? Hier, du musst lesen. Achso, weil ich die hohe Stimme habe, lese ich die Frau. Das stimmt aber. Nur schreibt, deine Mutter hat mir Basbousas gebacken. Damit werde ich wenigstens nicht verhungern. Basbousas, das ist... Irgendwelche Teigtaschen bestimmt oder so. Und wer würde da jetzt so eine Antwort schreiben? Zumindest werden dir die Kalorien nicht ausgeben. Das sagt doch kein Mensch. Ja. Vor allem mit Basbousas. Das nährt wahrscheinlich für Tage. Das ist so das Lembas-Wort. Ja. Ob sie auch so eine Decke hat, dass der Grenzschutz sie nicht sieht. Ja, genau. Und irgendeinen magischen Dolch. Okay. Sorry, Leute, ich habe nur einmal Herr Dolch gesehen. Der leuchtet, wenn Frontex in der Nähe ist. Ja, genau. Oder wenn die bösen Nazis kommen, dann leuchtet er durch. Ja, und sie hat ihre Kalorien-Tracker-App hier. Geil. Nur schreibt, ganz bestimmt nicht. Mit so vielen Kohlenhydraten könnte ich bis nach Deutschland laufen. Ah! Ich glaube, mein Text gekommen.
Du sollst nur nach Deutschland laufen. Lauf weiter. Nach Spanien oder irgendwo hin, aber nicht nach Deutschland. Nimm noch mehr Basbusas mit. Du musst weiter. Mist, ja. Schreibt sie. Der Taxifahrer sagt, dass an der Grenze geschossen wird. Ui. Nein. Okay, ich frag mal, ob die Straße gesperrt ist. Ja. Von warum rufen die sich an? Warum schreiben die hier? Das weiß er nicht. Aber wenn er mich nach Beirut fahren soll, will er weitere 25.000 Lira. Oh Gott, das sind ja 3 Euro. Nee, das geht nicht. nee, sie hatte ja... Ach so, stimmt, sie hatte 621.000 und ja. Das waren 2.700. Ah. Oh Gott, jetzt können wir hier rechnen. Ja, irgendwas so ein paar hundert Euro. Nee, 600 Euro werden das sein, ja. Weniger als 600 Euro. So 500 vielleicht. Uff. Ja. Oder ich glaube, die Frage, warum den nicht... Scheißegal. Ich gucke 270 Euro. Ach, scheißegal. Ist ja wurscht. Ein paar hundert Euro, das passt schon. Was wollte ich sagen? Achso, warum die nicht telefonieren? Ich glaube einfach, weil Schreiben tatsächlich weniger datenintensiv ist. Ne? Also das heißt, so. die Verbindung ist da auch leichter. Ja, aber so wie während die hier tippen telefonieren, die ganze Zeit. Ja, aber es sind ja nur ein paar Kilobyte. Aber so telefonieren ist ja schon ein bisschen leitungsintensiv. Und ganz wichtig, dann hätten die ja das Spiel vertonen müssen. Stimmt, dann hätte es 10 Euro gekostet. Genau, also es wäre noch halbwegs Qualität. Und? Also, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier echt ein bisschen mad. Also Leons Identität, da hatten die hier schöne animierte Sequenzen und so. Das war gratis und es war vertont und alles. Und es hatte eine 3D-Grafik. Und ich starr hier, was ich mit meinem Arte-Gebührengeld finanziert hier habe, auf dieses Spiel, was 5 Euro gekostet hat. Und die setzen uns hier so einen Scheiß hin. Also ich bin gerade. Es erinnert mich an diese MS-DOS Text-Adventure. Also gut, da war der Hintergrund schwarz. Ja, aber es ist letztendlich hier, ja. Da hast du wenigstens gegen Drachen gekämpft, nicht gegen Frontex. Also, was hier gerade steht, so war das aber nicht abgemacht, ist gerade sinnbildlich für das ganze Spiel. Ja, so war das nicht abgemacht. Ich habe mir was viel Cooleres erwartet. Oh Mann. So war das aber nicht. Ja, okay. Nur schreibt, einen Risikozuschlag hat er das genannt. Oh, sind die Süßen? Warte, du musst mal ein bisschen hoch. Kann ich hier noch? Ah, ich kann noch. Ja, spielen, ja. Okay. Die große Schrift ist vielleicht doch ein bisschen unnötig groß. Warte, wir können ja hier noch, warte. Ja, mach's vielleicht mal klein. Wir können ja zwischen zwei Schriftarten wählen, das haben sie hart programmiert. Das ist aber doch recht klein. Nee, aber passt schon. Er meinte, er könnte mich ansonsten für die 25.000 nach Damaskus bringen, von wo aus ich einen Bus nehmen kann. Okay. Ja, jetzt können wir ihm an. Ich finde es spannend, dass die anderen mit Syrier sozusagen auch als ziemliche Abzocker dargestellt werden, oder? Ja, das sind natürlich keine heiligen Deutschen, ja. beim Deutschen wären es 50.000 gewesen. In Euro oder mehr? Ja. Keine Lira, ja. So, soll sie jetzt nach Damaskus gehen, oder? Ach so, nee, bloß nicht Damaskus oder ja doch nach Damaskus, ja. Ich mach mal hier, was denkst du? Mal gucken, wie selbstständig die Frau ist. Ja, genau, sehr gute Frage. Bis jetzt hat die ja noch keine eigenen Gedanken rausgekriegt. Ich habe das Gefühl, dass er mich übers Ohr hören will, schreibt sie. Aber ich werde mir keine Kugel einfangen, nur weil ich ein komisches Gefühl habe. Kannst du mal die Nachrichten durchblättern und schauen, ob du etwas darüber findest? Die gibt ihren Warte, man soll doch immer seinen Gefühlen vertrauen. Sonst. Seltsam. So, und du kannst jetzt hoffentlich mal was anderes machen, als sie schreiben. Oh, wie schlecht ist denn das? Ey, sorry, ich bin ja so mit. Das Spiel spielt sich auch gerade von selbst. Ich kann ja gar eben, ich hätte hier erwartet, dass du jetzt vielleicht mal auf dem Handy Google suchen kannst, weil es gibt ja auch andere Spiele, sowas wie Simulacra oder so. Das ist zum Beispiel ein Horrorspiel, da kriegst du ein Handy in die Hand von einer anderen Person, die dir nicht bekannt ist und tust dann so Nachforschung anstellen, wem das Handy gehört und tust dann, in dem Handy hast du verschiedene Apps. Kannst du zum Beispiel in die Bilder-App gehen oder auf Videos und so. Aber das ist ja hier nur dämliches Geschreibe. Also das hätten sie doch jetzt mal machen können, dass du mal kurz in Google quasi, also in deinen Browser eintippst am Handy, Schießerei, Damaskus und dann kommt irgendein Video wenigstens. Das ist ja, ist das dämlich. 5 Euro haben die mir rausgelatzt, die Atemnutten. Ich kann ja nicht mal auf das Smiley-Programm zugreifen. Achso, nur schreibt übrigens, okay, ich glaube, dann versuche ich es mit Damaskus. Ich sag mal schlechte Idee, die soll mal Richtung die soll Richtung Schießerei gehen. Achso, ja, genau.
Der Flug geht erst morgen früh, das sollte kein Problem sein. Außerdem ist der Bus immer noch billiger als dieser kleine Aufschlag. Also eigentlich steht schon fest, was sie machen soll, oder? Das naja, ist finde wie bei ja, Leons Identität damals mit, ich sollte mal also, am Rechner nachschauen. Ich finde ja, als syrischer Mann hat die hier keine Widerworte zu geben. Okay, dann nehmen wir definitiv, ich finde wirklich das. Also dieser der Ja-Aber-Ansatz. Ja, genau. Ich finde wirklich, dass du dich an den Plan halten solltest, schreibst du. Und sie sagt, Kugeln auszuweichen war nie Teil des Plans. Die Partei hat immer recht, also es ist immer noch. Lass besser. Sie bloß nicht machen, was sie will, ja. Immer noch mehr. Ich weiß, was ich tue, okay? Du musst mal übrigens bitte immer mal den Mann lesen, weil damit so. Auch mal unsere Zuhörer, die nur den Podcast hören, das hier ein bisschen mitkriegen. Ja, ja. Gut, also ich habe ja gerade gesagt, sie soll ein neues Flugticket kaufen. Und genau. Und sie sagt. Ich weiß, was ich mache. Ne? Also, warte mal, sie will das jetzt also doch nicht machen, was wir ihr sagen. Ja, die ganze Zeit schon nicht. Egal, was wir sagen. Fuck, die ist ja selbstständig. Ja, vor allem. Da will ich gar nicht, dass die kommt. Ja, aber es ist wieder so schizophren. Sie fragt erst, was meinst du dazu? Du sagst was dazu ja. Und ich mach's trotzdem so, wie ich mir denke. Das ist wieder das Ding. Es ist halt teuer, in einer Geschichte oder verschiedene Enden zu schreiben oder verschiedene Versionen. Hm. Also verschiedene Versionen von Quests. Also zum Beispiel bei so Sachen wie Witcher oder so. Das ist wahnsinnig kompliziert, sowas. Dass die Figuren auf dich reagieren, deine Entscheidung. Und so, man umgeht das einfach, indem man als Spieldesigner dem Spieler vorgibt, eine Möglichkeit zu haben, zu entscheiden. Aber am Ende machen die Figuren doch einfach nur, was sie sollen. Und also wir sagen der ihr, hier, bitte geh da nicht hin. Also geh hier zum Flughafen und so. Und das will sie nicht. Es ist halt das Call of Duty Schlauchlevel auf Text-Adventure-Basis hier. Auf Text-Adventure-Basis, ja. Ja, du hast zwar so ein bisschen links, rechts hast du zwar Luft, aber letztendlich kommst du immer am Ende raus, ja. Und ich muss nochmal dazu sagen, das Spiel hat hier auf Steam größtenteils positive Bewertungen. Also bis jetzt sehe ich noch gar nicht, wo das herkommt. Für 5 Euro erwarte ich wirklich mehr. Wirklich? Alter, du klingst gerade hart wie Heltersteine. 5 Euro! Lack gesoffen, teuer! Ist das. Lack gesoffen. Und dann noch die roten Pins und die blauen die roten Achsen und die blauen Pins. Ja. Und die Spielanleitung. Und ohne B-Modell. Ohne B-Ente, okay. Genau. Ja, machen wir weiter. Ich lese mal bitte vor. Okay. Ich meine ja bloß, dass 35.000 Lira im Vergleich zu einem Flugticket nicht viel Geld ist. Mhm. Hör auf damit. Meine Reise geht über Damaskus und darüber wird nicht mehr diskutiert. Ja, also toll. Gut, sie hat die Hosen an und ich kacke jetzt, wie du willst. Ich liebe dich. Okay. Und sie schreibt, ich dich auch, alles in Ordnung. Okay. Ach Gott. Das wird ja ein tolles Spiel. Ja, das ist jetzt schon übelster Scheiß. So, 2 Stunden weiter. Das Matscht oder Maid oder wie auch immer. Erinnerst du dich noch, als wir mit Adnan und Kamar in Harasta waren? Jetzt gibt's bestimmt zerstörte Blöcke oder so, ja? Ja. Oh, na wobei. Ja. Oh, kommt jetzt ein Video? Nee, es ist einfach nur das Bild. Du siehst nur das Bild, ey, wie schlecht ist das gemacht? Und du kannst nur ein Smiley antworten. Ich kann nicht mal ranzoomen. Was sieht man denn hier? Kannst du da irgendwie ein Bomben-Smiley antworten? Aber jetzt mal ehrlich, was sehe ich denn hier? Was bin ich sehen? Naja, was ist das, ein Markt oder was? Was soll das sein? Ja, nee, das Gebäude ist doch dahinter. Also, ja, stimmt, das ist komisch. Das ist so eine Trailerpark-Siedlung. Ja, das ist so eine eingestürzte Weltlich-Siedlung hier oder so. Also, ich weiß ja nicht, ob die dort. Warte, ich hab den Lifehack. Wir haben ja das Bild, was wir gerade sehen, im Hintergrund nochmal. Ja, genau. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Es ist einfach nur eine Weltlich-Siedlung. Ja, eben. Und toll. Auch die Häuser im Hintergrund sehen jetzt alle nicht zerstört so wirklich aus. Also, eigentlich nicht so richtig.
Also ja, auch von der Grafik, ich bin hart angemeldet. Das ist nicht cool. Ja, du siehst jetzt schon noch die Bleistiftstriche teilweise, die ja, Schatten werfen also, sollen. Scheiße, Mann. 5 Euro. Das, also das sieht aus, wie wenn so ein Architekt so eine Fix, so eine Skizze auf der Baustelle macht, um die wesentlichen Details zu erfassen, ja, aber genau. ohne Details das halt. Das sieht aus wie beim sorry jetzt. Das sieht aus wie beim Gericht. Ist das, was ich meine? Ja, ja, ja. Bei Prozessen, die Verhandlungsskizzen, USA, wo sie ja. Eine filmen dürfen, wo sie dann hier den Johnny Depp zeichnen oder so, wie er gerade im Gericht ist. So sieht das aus. Genau die Art Stil ist das. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Honigforum-Smileys. Ich nehme mal den hier. Ah ja, stimmt, der ist cool. Grüße aus dem Honigforum an dich. Nur. Es ist schrecklich. Wir fahren an der Stadt vorbei und ich erkenne absolut gar nichts mehr. Alles wurde zerstört. Aber hier ist doch nichts zerstört. Die ganzen Häuser sind doch noch intakt. Ja, aber das Wellblech liegt auf der Straße krumm. Das lag mal gerade dort auf dem Dach. Ich sag, schau nicht hin, Schatz. Schau nicht hin. Versuche, die guten Erinnerungen im Gedächtnis zu behalten. Ah, ja, sehr romantisch. Du bist ein Romantiker. Das war an dem Matsch. Tag, an dem Quamar uns erzählt hat, dass sie schwanger ist, oder? Ach, Kamar ist eine Frau. Ja, ja. Genau, in dem Café. Du hast dich aufgeregt, weil sie noch nicht lange genug verheiratet waren. hat er hier etwa islamische Werte, die er mitgebracht hat in unser europäisches Land? Wobei, das ist ja sogar passiert eigentlich. Wobei, warte mal, stopp, nee. Ich sage übrigens Unsinn. Wenn sie verheiratet waren, soll sie schwanger werden. Let's go. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Hinterher wolltest du ihr Blumen kaufen, weil es dir leid getan hat. Aber du warst so stolz, dass du mir auch welche kaufen musstest, als ob du nur rein zufällig an dem Blumenladen vorbeigekommen wärst. Es waren Lilien. Oh Gott, wie das geschrieben ist. Wie das geschrieben ist schon allein. So ist es gut. Schließe deine Augen, Schatz. Denke an die Lilien. Denke an den Frieden. Oh Gott, ja. Ich kann das nicht. Schon bald liegt alles hinter dir, Alter, das, als würde die exekutiert werden. Wie eine Morddrohung. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Lass euch noch höher sprechen, als ich es so schon tue. Nein. Scheiße. Schreibt nur. Scheiße, 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 scheiße. Es gibt keinen Bus. No! Naja, es gibt einen, aber der fährt erst morgen früh um 5. Traurig. Wann geht dein Flieger? 10.15 Uhr. Ah, da machen wir mal. Jetzt ist es 13 mal, Uhr. Wollen wir jetzt mal empowern, hier das Pax zu sagen? Ja, die macht doch eh, was sie will. Wir können okay, eigentlich immer nur die erste. Wir nehmen einfach immer die erste Option und das geht eh seinen Gang hier. Dann machen wir es empowernd, ja. Ja, also wir sind mal empowernd. Das packst du so. Sie schreibt. Meinst du? Der muss ja, man alles kein zweimal Problem. Sagen. Selbst mit der Grenzkontrolle sollte es höchstens 4 Stunden dauern. Okay, Punkt. Dann muss ich wohl einen Schlafplatz finden. War das Hotel, in dem wir letztes Mal waren, günstig? Schön, dass das Spiel einfach sagt, ich kann mich nicht erinnern. Also Google es doch. Schön. Google doch die Hotelpreise. Schön den Scholz gemacht, ich kann mich nicht erinnern. Ja, genau. Wir sind wahrscheinlich Olaf Scholz und persönlich die Flüchtlinge hier reinbringen. Weißt du noch, wo das war? Oh, warte, jetzt wird es interaktiv, oder? Ah, nee, nur der Timer. Das ist ja immer nur, das wird einfach nur schwarz und dann labert die wieder irgendwas. Ich dachte schon, es gibt irgendeine Sequenz, ach Mann. Nee, leider nicht. Hab's gefunden. Und weißt du was? Es ist ein Trümmern. Es kostet nur 4.500 Lira pro Nacht. Okay, ich finde, dass die Smileys mehr oder weniger alle dasselbe sagen. Ja, mach mal das Rechte. Das ist noch am sinnlosesten deswegen. Die Aussage hätte ich mit dem Smiley assoziiert. Ja, ja. Sondern eher so, ach du Scheiße, so teuer, aber na gut. Ja. Ja, lese nochmal bitte vor deine Teile für uns im Podcast. Achso, der Preis ist anscheinend gesunken. So billig habe ich das auf keinen Fall in Erinnerung. Naja, in den letzten 5 Jahren ist eben einiges passiert. Einiges übrigens
fälschlicherweise groß geschrieben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Damaskus ein Ort ist, an dem man sich momentan aufhalten sollte. Jetzt habe ich, ach Gott, was sind... Du kannst jetzt nur trauriges Smiley. Ich glaube, der linke ist so, der Smiley, der aussagt, ist doch eigentlich schon ein schöner Ort. Ich mache den immer, oder? Ja, linke ist es so, mir egal. Ja, ja, genau, wir müssen die zum Bleiben bewegen. Ich hoffe, wir schaffen das. Hast du ein Zimmer bekommen? Ja, habe ich. Ich gehe heute früh ins Bett. Ich muss mich ausruhen. Um 5 ist die Nacht vorbei und dann kommen so die Bizeps-Arme, weil ich bin ja eine Frau mit 3 Armen. Ist der Typ jetzt eigentlich schon in Deutschland oder wo ist der gerade? Ja, der Typ ist, ich habe ja die Steam-Beschreibung gelesen, der Typ ist schon in Europa und tut uns segnen mit seiner Anwesenheit. Also er lotst zu uns sozusagen. Okay. Er will seine Frau jetzt nachholen. Also es ist Familiennachzug, das Spiel hier. Ich wollte gerade sagen, warum wartet er nicht einfach, dann übernimmt Deutschland den Familiennachzug? Ja, die stammen die wahrscheinlich direkt von der Straße weg, die Deutschen. Da kommt irgendeine linke NGO rein und fragt die so auf dem Markt, hier, Deutschland, findest du cool? Ja, ist mir eigentlich egal. Zack, in den Bus. Das ist doch dieses Meme hier so in Tunesien am Strand. Kind, schwimm nicht zu weit raus, sonst fischen dich die NGOs weg. Ja, genau. Okay, ich bemitleide sie jetzt, dass sie so früh raus muss. Zur Frühschicht. Ja, um 5 wahnsinnig schlimm. Das heißt Kopf hoch. Tropf hoch? Schreibst du? Okay. Ja. Ach du Scheiße, okay. Ach, na gut. Ja. Was für ein Witz. Ja, wahnsinnig Witz. Den unsere Hörer nicht gehört haben, weil du es nicht vorgelesen hast. Nee, so ja, das war auch besser so. Vielleicht doch gucken. So, 5. März, also am nächsten Tag. Matscht. Mit ganz vielen A's und groß. Warum hast du mich nicht sie direkt... Sie hat es verkackt. Alter, du kannst doch nicht Wecker stellen an deinem scheiß Handy. Ja. Allah ist nicht glücklich. Ganz offensichtlich bist du nicht aufgewacht. Doch. Jetzt. Aber zu spät. 3 Ausrufezeichen. Den Flug schaffe ich jetzt nie im Leben. Oh, er hat dich gehört hier. Warum hast du nicht den Wecker gestellt? Ich bin gespannt, was sie sagt. Das ist doch nicht mein Fehler. Pass auf. Das hab ich doch. Ausrufezeichen. Was? Das ist deine Schuld. Hey, was ist denn das für eine merkwürdige Bitch? Alter, die ist ganz gut toxisch unterwegs, oder? Also, toxisch. Es ist unsere Schuld, dass sie den Wecker gestellt hat und nicht gehört hat, oder was? Was ist denn mit der los? Sind wir Gott in ihrem Leben, oder was? Also, ich schmeiß nur noch 3 Fragezeichen. Das ist echt Also, ich würde eigentlich die Beziehung gern beenden mit der. Weil du weißt doch, dass ich verschlafe. Zu Hause stelle ich immer 2 Wecker und trotzdem wächst du mich immer auf. Nur heute nicht. Warte. Ich komme mir ein bisschen vor wie in Little Britain. Ja, ich bin der einzige Schwule im Dorf, wie ich das so weinerlich vorlese. Also selbst in meinen Handys von früher konnte ich mir 5 Wecker stellen. Was ist denn das jetzt hier? Also es ist... soll ich kacken? Ist halt keine Raketenwissenschaftlerin. Soll ich kacken oder Kontra geben? Was denkst du? Hey, wir tun hier immer Kontra geben. Ich will, dass wir am Ende nicht mehr zusammen sind und dass sie nicht nach Deutschland kommt. Letztens haben wir ja gekackt, deswegen. Okay, nee, also jetzt hat sie es verschissen. Wir geben der jetzt bitte immer hart Feuer. Die soll bitte hier Schluss machen. Jetzt habe ich echt nach dem Wort gesucht. Scheiße. Die soll das selber schaffen jetzt, ja. Genau, wir schaffen das. Nein. Du schaffst das. Ja. Und gleich wo du bist. Ja. Okay, du kannst dann, vielleicht von mir aus bis nach Mazedonien, aber dann ist Schluss für dich. Na dann, das ist nicht meine Schuld. Okay, also ich verstehe nicht, wieso das meine Schuld sein soll. Oh Gott, das ist schon wieder schlecht formuliert. Im Sinne von passiv-aggressiv. Hörst du mir überhaupt zu? Oh Gott, ist wie toxisch. Ich hatte einen Wecker. Und du hast mich nicht angerufen, um mich zu wecken. Oh, und jetzt kackt er schon, oder? Ja. Wie lang sind wir zusammen? Mann, die Ironie. Wo hätte ich denn wissen sollen, dass ein Wecker nicht reicht? Du hattest nur eine Aufgabe, Noah. Nur eine einzige. Du musstest bloß aufwachen und mit dem Bus fahren. Und sie schreibt viele traurige Smileys. Dafür kann ich doch nichts. Doch, du bist dumm. Du bist einfach nur eine dumme Frau. Aber ich finde das schön hier. You had only one job. Dieses. Ja. Oh Gott. Ja.
was ist denn jetzt das Schlimmere? Für, also, komm zurück oder rufe Adnan an? Nett. Adnan ist vielleicht ein anderer Typ, vielleicht kann die was mit dem anfangen. Aber was heißt denn jetzt komme zurück in dem Zusammenhang? Da, hä? Ach so, ach komme zurück, ja, nach Syrien. Er kommt zurück nach Syrien oder was? Ach so, der Typ, ja, das wäre ja geil, mach das mal bitte. Ja. Asylgröße gelöst. Ach so, der war das. Das ist in Ordnung, schnappe dir ein Taxi und komme zurück nach Hause. Ach, sie soll zurück, ja, was ja. Was ist das denn hier? Warte, das andere können wir auch mal. Also ich glaube, das erste ist jetzt das Kontragebendere, ne? Verpiss dich wieder nach Hause und fang an zu nähen oder so, ne? Meine Rede. Du willst es heute einfach nicht lesen, oder? Ja, mal kurz das gucken. Das ist in Ordnung. Schnapp dir ein Taxi und komm zurück nach Hause. Es war einfach nicht der richtige Tag. Wir werden es versuchen. Später. Allah sei uns gnädig. Allah. Sie sagt, spinnst du? Das ist mir egal. Ich gehe auf keinen Fall nach Hause. Ich finde schon einen Weg. Ach, scheiße. Ich dachte, wir hätten jetzt schon das erste Ende freigespielt. Ja, das wäre cool. Dann könnten wir es noch zurückgeben, das Scheißspiel. Ja, bei unter zwei Stunden können wir es liefern. Du bist ja nochmal richtig matt. Ja, also das macht mich hier fertig. Also die Qualität ist erbärmlich von dem Spiel. Ja. Woran denkst du? Ich weiß es nicht. Ich könnte einfach ein neues Ticket kaufen. Oder in die Türkei fahren. Ich denke, die hat ja noch Geld. Also ich würde sagen, wir machen zu gefährlich, weil das hat sie ja vorhin abgeschreckt, der Kugelhagel, ne? Das ist zu gefährlich. Ach so, ja, wir wollen ja nicht, dass sie kommt, genau. Hier ist es zu gefährlich. Matscht, ich muss gehen. Darüber haben wir doch gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ich gehe nicht zurück nach Homs. Zumindest nicht so lange dort, Pisha. Bitte finde für mich ein paar Infos über die türkische Grenze. Danach reden wir nochmal. Vor allem, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Und sie schreibt dir buchstäblich die ganze Zeit mit ihm. Und, für jeden Scheiß braucht sie eine Anleitung, was wir doch bitte mitnehmen sollen. Und ob der Akku mit soll oder die Zahnbürste mit Elmex und was ist das? Und hier, was sie gerade geschrieben hatte hier mit, bitte finde ein paar Infos für mich. Warum machst du es nicht selber? Du hast jetzt anscheinend Zeit. Du hast doch eh den Bus verfasst. Also, ja, eben. Ich verstehe es nicht. Oder man könnte zumindest sagen, man macht das zu zweit. Jeder guckt, ne? Vier-Augen-Prinzip. Ja. Aber nee, mach du mal und dann findest du was raus, aber scheiß dich trotzdem weiter zusammen. Okay, anscheinend kann man die Grenze noch ganz einfach überqueren. Ah! Aber es gibt Berichte von Migranten, die erschossen werden. Es steht da von Flüchtlingen natürlich. Ja, aber gut, dass du sagst. Es gibt Berichte von illegalen Migranten, die erschossen werden. ISIS? Wobei, ich muss mich revidieren. In dem Sinne sind es noch Flüchtlinge, weil es ist ja noch die erste Grenze. Ja, also stimmt, oh ja, das war mein Fehler. Dann ist es nämlich auch keine illegale Migration, dann ist es ein normaler Flüchtlingsvorgang. Wenn sie jetzt von Syrien direkt zur Türkei rüber marschieren, ist es alles noch okay. So, aber es gibt Berüchte von Flüchtlingen, die erschossen werden. Ah, ISIS? Nein, die Osmanen, die Türken. So. Ach, die Türken schießen auf Flüchtlinge. Warum sollten sie das denn tun? Ich dachte, diese Grenze ist offen. Anscheinend nicht für jeden. Oh, diese Texte. Und ein Smiley. Oh, diese, wie das geschrieben ist. Das berührt mich im Herzen zu tun. Was meinst du also, sollte ich tun? So. Es ist ja egal, was wir sagen. Wir werden wieder nur passiv-aggressiv angeflehnt werden. Aleppo ist doch in Syrien, dann soll die mal nach Aleppo. Und wo ist Beirut? Ist doch Syrien, oder? Ich weiß ist das nicht. Hier, sorry, ist das hier dieses Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien? Ja, genau. Beirut ist die Hauptstadt des Libanon. Ja, nee, dann Aleppo. Warte, Aleppo. Also Beirut ist im Libanon. Und da genau, und in Beirut würde sie dann noch so bestimmt mit Schleppern und so hier mit der Fähre fahren. Und Aleppo ist eine Stadt im Norden Syriens, ja. Also ja, Aleppo, die soll bitte in Syrien bleiben. Ich hätte jetzt Beirut gesagt, weil das ist doch weiter weg von Deutschland, oder?
Nee, aber Beirut ist ja im Beirut, das ist ja im Libanon und von da aus geht die Fähre dann nach Deutschland. Okay, davor habe ich ja Angst. Soll mal in ihrem Heimatland bleiben. Okay, ich denke, du könntest immer noch versuchen, durch Aleppo zu reisen. Spinnst du? Oh, okay. Okay, okay. Dann muss ich mich beeilen. Ja, steh halt früher auf. Der nächste Bus geht in 10. In 10 was? Ticket kostet 15.000 Lira. Wie lang ist die Fahrt? Mindestens 5 Stunden, würde ich sagen. Vielleicht länger. Dank all der Kontrollpunkte. Ich hoffe, die haben Liegesitze. Ich verlasse mich darauf, dass ich auf dem Flug die Augen etwas zumachen kann. Hä? Ach siehst du, er sagt sogar, hast du nicht genug geschlafen? Weil genau das kam auch so, du hast doch gerade verpennt. Warum bist du schon wieder müde? ist das dieser Vitamin-D-Mangel? Oder? Oh, ist das schlecht. Ich hasse mich gerade. Ja, aber es gibt gut Matt, also wollen wir mal nicht sagen. Es gibt richtig Matt. Ich schlafe nie genug. Das hat sie geantwortet. Ich schlafe nie genug. Wir sehen ja jetzt gleich noch, was sie geschrieben hat. Oh, es ist schlimm. Also, nehm mal ehrlich, du könntest das ganze Spiel als Word-Datei dir runterladen. Du bräuchst dieses Spiel für 5 Euro nicht. So, ich schlafe nie genug. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, ich habe Wundbrand am Hintern. Weißt du, die Leute reden viel über die Bombenanschläge, Terrorangriffe und all das. Aber in Wahrheit waren schon immer die Busfahrer die größten Widersacher Syrien. Ah, fand ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Fand ich jetzt ziemlich lustig, ja. Das könnte man im ÖR bestimmt als Comedy-Gag verkaufen. Aber jetzt mal ehrlich, die fährt hier 5 Stunden mit dem Bus und hat schon Wundbrand am Hintern. Also, ja, na klar. Was? Okay, es ist, ich glaube, ja, ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber das ist bestimmt so eine, die dann auch in Deutschland an allen meckert. Das ist nichts gut genug und ja. Schokopudding ist aus, jetzt wird angezündet. Ich nehme mal den ich finde es nicht lustig, Smiley, vielleicht. Ja, ist gut. Dieser Typ war gnadenlos. Okay, Mist, das hat auch nichts genutzt. Aber zumindest bin ich mir, anstatt wegzudösen, meiner Umgebung bewusst geblieben und konnte so die Landschaft in mich aufsaugen. Yeah, Wüste, 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 Wüste. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das nicht gerade erinnerungswürdig war. Okay, die wissen, dass es Wüste, Wüste, Wüste ist. Naja. Ehrlich gesagt gab es nicht wirklich viel zu sehen. Es waren überwiegend Trümmer. Was ein Shithole, yay. Und je näher wir an Aleppo kommen, desto schlimmer wird es. Das überrascht mich nicht. Al-Nusra ist in der Gegend sehr aktiv. Aha. Das war doch diese Befreiungsfront, oder? Ja, stimmt. Warte, da muss ich mal kurz googeln. Al-Nusra, ja, das war doch, dachte ich, solche gemäßigten Rebellen, oder? So wie es immer bei uns bezeichnet wurde. Das ist ein schöner Widerspruch, gemäßigte Rebellen. Die frühere Al-Nusra-Front, jetzt Jabhat Fateh al-Sham, ist eine dschihadistisch-salafistische Organisation in Syrien. Die Gruppe schloss sich 2017 mit anderen kleineren islamistischen Gruppen zu Daesh al-Sham zusammen. Sie gehörte zunächst Al-Qaida an. Aha. Ja gut, aber Al-Qaida, aber waren Al-Qaida ne, irgendwie dort die Guten eine Zeit lang? Das war doch alles so komisch, immer das mit diesen gemäßigten Rebellen und so. Genau. Da gab's doch zum Beispiel mal diesen Bus in Dresden. Vielleicht können wir jetzt mal kurz hier off-topic abmelden. Ja. Der Vertikalstand, ne? Ja, genau, vor die Frauenkirche haben sie doch so einen Bus gestellt, der war in der Stadt Homs, glaube ich, gewesen. Mit dem hätten sie irgendwie eine Straße abgesperrt. Weißt du, indem sie den Bus hingestellt haben, hochkant, haben sie eine Straße abgesperrt, um sich zu verteidigen gegen irgendwelche ISIS-Typen oder so. Und sowas und kriegt dann hier eine Ausstellung, das ist so lächerlich. Ja, und am Ende, und auf dem Bild war halt irgend so eine Flagge, so eine arabische Flagge zu sehen. Und das stimmt. War halt von Genau. Und das war von irgendeiner dieser angeblich gemäßigten Organisationen, die aber halt voll auch die ganzen Islamisten dort sind. Genau, das waren doch dann ganz harte Dschihadisten. Also eben, das waren letztlich nämlich. Genau, das war letztlich nämlich, dieser Bus war von Dschihadisten. Also, und wir haben damit Dschihadisten gefeiert, genau so. Und jetzt wurde ja der auf dem Neumarkt in Dresden vor die Frauenkirche, kam dieser Bus hin. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Bus war oder ob die den da extra angekarrt haben. Nee, es muss ja, die haben irgendeinen Bus genommen. So, jedenfalls erstmal, erstes Problem. Die hatten die Flaggen sogar, die auf dem Bild zu sehen waren, die haben die nachgebaut quasi und dorthin gestellt. Also wir hatten dann schön vor unserer Frauenkirche
hatten wir dann diesen Bus mit diesen schönen Islamisten fahren, hier zu stehen. Und wie wir gelernt haben, Flaggen sind symbolische Landnahme. Ja, natürlich. Und dann das Allerschärfste war, der Künstler, der diesen scheiß Bus gebaut hat, der ist ein Künstler, der ist jetzt kein Automechaniker, der ist nicht auf die Idee gekommen, den Bus auszuschlachten. Der hat da keinen Motor rausgenommen und nichts. Der hat den Bus so hingestellt, wie er war. Und dann kam da die ganze Zeit Ölflüssigkeit und was weiß ich, ist da unten ausgetreten, hat uns den Neumarkt versaut. Das hat dann nochmal ein paar tausend Euro gekostet, das zu reparieren. Ja, ohne Scherz. Aber das ist doch typisch Künstler, an solche Trivialitäten, die Automechaniker interessieren. Das ist doch unterm Niveau, weißt du? Und das ist natürlich Teil der Kunst, weil in Syrien haben sie das ja auch nicht, den Motor rausgenommen wahrscheinlich. Ja, und da ist ja auch Öl im Boden, also das passt da wieder. Ja, genau, das ist natürlich eine Metapher für was Größeres. Wir dummen Menschen, wir verstehen das noch nicht. Also wir sind da Einzeller. Ach Gott, ist das nettig. So, ja, Al-Nusra jedenfalls ist ja auch irgend so eine Dschihadistentruppe. Sie gehörte Al-Qaida an, bis sie 2016 sich trennte und dann halt so irgendwas anderes meinte. Aber der Text geht gerade anders. Welcher Text? Achso, nee, ich habe hier auf Wikipedia gelesen. Ja, achso, sie schreibt, Moment mal, willst du damit etwas sagen, dass es nicht ISIS ist, die diesen ganzen Schaden anrichtet? Ich finde es immer noch, also ich bin jetzt wirklich wird's noch... Jetzt wird es aber interessant. Jetzt wird es ja richtig differenziert. Ich finde es immer noch mies, dass die ISIS genommen haben als ihre Abkürzung. Diese schöne ägyptische Göttin. Ja, das stimmt. Triggert mich so hart. Ja, das stimmt, das ist komisch. Aber gut, jetzt kommt ja gerade der etwas differenziertere Teil. Schauen wir mal. ISIS ist ebenfalls hier, aber in der Gegend ist Al-Nusra am stärksten. Wie auch immer, für mich sind das alles nur lange Bärte. Einer durchgeknallter als der andere. Während wir hier sterben. Okay, also sie erkennt wenigstens, dass das alles Idioten sind. Ja. Ich wollte auch sagen, gemäßigte Rebellen, das sind dann die, die den Herrscher nicht durch die Guillotine, sondern durch das Seil hinrichten wollen. Weißt du? Ja, genau. Oh, warte. Oder die dir statt beiden Händen abzuhacken, wenn du den Diebstahl begehst, nur eine. Oder statt der Hand einen Finger oder sowas. Das sind die gemäßigten Rebellen. Oh, warte, hier gibt es jetzt ein neues Feature, wie man so schön sagt. Ich kann jetzt ein Foto schicken. Gottes Willen. Ach krass, du kannst ein Selfie schicken, das baut die bestimmt auf. Oh, und du hast hier Essen und so. Essen im Hintergrund. Wow. Das erinnert mich an diese Schwarzen da im letzten Werbeclip da. Wieder hier, weißt du? Ja. Alles klar. Ah, siehst du das eigentlich auch? Ich habe hier gerade so ein Fokus, hält der Steine Fokusproblem. Ah, krass, ja, das ist krass, ich das. Ja, ja. Fokus! Yes! Guter Fokus. Schön, die Figurenbild. Ah, ist das schlecht. Noah. Du musst extra vorsichtig sein. Das ist ein Kriegsgebiet und sogar noch schlimmer als bei uns zu Hause. Du befindest dich jetzt an der Frontlinie. Es herrscht zwar angeblich Waffenstillstand, aber wer weiß, wie lange das noch anhält. Warum habe ich diesen Selfie geschickt? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Du musst lesen, ne? Sorry, ich hatte hier nochmal fix versucht, alles zu googeln. Warte, ich mach das hier. Keine Sorge, darüber bin ich mir im Klaren. Und bevor ich es vergesse, ich liebe dich? Nein. Bitte bring mir Neuigkeiten von Tante Amira. Ich lese wieder. Fragezeichen. Welche Tante Amira? Du weißt schon, die ältere Schwester deines Vaters, die in Aleppo lebt. Okay. Warte mal, also sie ist mit Amira verwandt, die nur, und weiß nicht, wer das ist? Sieht ein bisschen so aus. Wahrscheinlich so ein Running Gag, oder? Ja. Ach so, okay. Ja, er hat jetzt für die Zuhörer ein witziges Bild mit Grimasse geschickt. Mit Zunge und vertreten Augen. Ja, ich lache jetzt noch. Ihr hört. Sie schreibt ein lachendes, tränendes Smiley. Ihr wisst schon. Das Knirsch-Smiley. Matsch, wovon redest du bitte?
Boah, die versteht den Witz nicht, oder was? Nur für den Fall, dass die Soldaten dich fragen sollten, was du dort willst. Ah, da sollte ich also sagen, ja, ich besuche hier eine Tante Amira oder so. Du musst wissen, was du sagen musst, bevor du welchen über den Weg läufst. Solange du überzeugend wirkst, werden die gar nicht erst versuchen herauszufinden, ob du die Wahrheit erzählst. Ah, verstehe. Die gute Tante Amira also. Ich darf bloß auf keinen Fall an dein Gesicht denken, wenn ich das erzähle. Wo wir schon mal das Thema wechseln. Hier ist es saukalt. Was willst du dann in Deutschland? Ja, da ist es kälter. Bleib dort, geh da alle. Da ist es schon im Sommer kälter als hier bei dir da gerade. Ja. So ein Pech. Wir haben noch Klimawandel, Arti. Das passt schon. Ich musste sowieso mein Outfit wechseln, damit ich ja nicht auffalle. So. Klick mal das Bild an. Hat sie jetzt einen Kopf drüber? Jetzt kommen die Nudes oder so. Jetzt schickt sie ein Bild mit Kopftuch. Ist das der Buster vom Dresdner Neumarkt? Nee. Aha, okay. Also sie ist tatsächlich nämlich eine der wenigen wahrscheinlich syrischen Frauen, die normalerweise kein Kopftuch trägt und da so voll modern unterwegs ist. Und ja, so jetzt, um da vorbeizukommen an diesen Dschihadisten-Typ, habe ich jetzt zu hart geframed, ja, aber ich, also zumindest die Syrer, die ich kenne oder die hier in Deutschland sind, die tragen doch alle Kopftuch, oder nicht? Ja, nee, ich meine, das ist der Frame, der hier in dem Spiel erzeugt wird. Ja. Ach so, ja, das ist ja in dem Spiel erzeugt wird, ja, also ich meine, man könnte das jetzt natürlich auch mir ankreiden, dass ich jetzt keine Ahnung habe von der syrischen Gesellschaft. Das ist richtig, das will ich auch nicht. So, damit bleibt man schön warm. Ich finde das jetzt nicht gut, richtig? Ja, wir finden es ja scheiße. Was ist das denn her? Genau, Saki, sie ist hässlich. Ach so, das ist nur mein Pulli. Ich habe die Ärmel einfach ganz fest verknotet. Also was nun? Ich habe die Basbusas deiner Mutter. Also ich musste mal an was anderes denken. Ich habe die Basbusas deiner Mutter. Also besteht schon mal kein Risiko, dass ich verhungere. Sie hat ja das Lämmbassbrot. Ja. Aber es wird bald dunkel. Und ich bin mir nicht mal sicher, wo ich genau bin. Das ist das Lämm, was, Fuß, was. Ah, so. Ich kann nicht sprechen. Soll sie jetzt hier pennen oder soll sie weiter? Ja, die verpennt doch immer, die soll nie wieder pennen. Ja, stimmt. Die soll verpennen, dann verpennt sie das auch weiter. Ja, genau. Okay. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Wahl hast. Heute noch wegzukommen ist bestimmt nicht einfach. Jetzt sagt sie bestimmt, das schaffe ich noch. Aber was? Da hast du sicher recht. Jetzt sind wir wieder passiv-aggressiv. Ja. Außerdem glaube ich nicht, dass mein Hintern das noch viel länger mitmachen würde. Die ist doch noch gar nicht so alt. Also was ist denn das? Sitzen ist schon hart anstrengend. 5 Stunden im Wirst zu sitzen. Wahnsinn. Ich habe jetzt schlechte Neuigkeiten für die. Also in Europa gibt es hauptsächlich so Bürojobs. Ja, nee, die arbeitet doch eh nicht. Die kriegt das Geld woanders her. Okay, du Arme. Das hört sich für mich so an, als ob du als erstes einen Schlafplatz finden solltest. Meinst du kriegst das hin? Ah. Ja, wir können ja nochmal hochscrollen, genau. Genau. Die Texte sind jetzt wieder übelst zu. Naja, das muss ich wohl oder übel. Ich sollte wohl lieber nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Suche. Ich halte dich auf dem Laufen. Irgendwas ist in die Luft gegangen. Oh, jetzt kriegt man ja sogar dramatische Musik. Die ja, jetzt wir, kommt dramatische Musik. Die müssen wir kurz genießen. Das ist wie bei Pokémon, wenn du ein Pokémon gehst. Komm ja, die Battle-Musik. Warte, wollen wir das mal kurz genießen, dieses Instrumental hier? Ach, das ist schon wieder so eine 12-Ton-Musik. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist so Musik. Das ist so, die wird doch die ganze Zeit geloopt, oder? Das eine ja, Riff ja, und dann zack, wieder das neu. Das genau, also die haben jetzt sich null Mühe gegeben. Das ist wahrscheinlich auch so Musik, die sie von Arte bei irgendeinem Theaterstück rausgenommen haben oder so. Haben sie ja einfach geloopt. Ja, komm hier, mach das mal rein. Das finden die Gutmenschen schon geil, dieses Spiel. Oh, macht mich das Netz. Gut, ja, machen wir mal. Ich frage, was? Wo bist du? Na, immer noch dort, oder? Also, ich bin mir nicht sicher. Ja, wahrscheinlich in Syrien. Ich habe eine Straße gesehen, in der ein paar Läden offen hatten. Also bin ich in die Richtung gelaufen. Und auf einmal hat es geknallt. Ich gehe mir das mal ansehen. Was? Ja, klar, wenn es irgendwo geballert wird, gehst du natürlich hin als moderne Frau. An die Zuschauer, wir haben jetzt noch so ein tolles Feature, da können wir hier gucken, wie sie sich schon bewegt hat.
Ach, wirklich? Ach, ja. Das ist ja cool. Das wusste ich ja selber nicht. Ja, können wir ein bisschen geocachen. Ja, ja, genau. Ja. Kannst du da auch ran und rauszoomen? Achso, rauszoomen geht nicht, aber nur ran. Na doch, okay. So. Aber näher kann ich auch nicht. Kannst du bis nach Spanien zoomen? Da, hier. Madrid ist schön. Ja, genau. Oh Gott, das... Ah, nee, hier ist vorbei. Hier ist vorbei. Hier, okay. Hier ist die Levelwand. Ja, okay. Na, dann. Oh, aber warte. Ich dachte, ich kann bis Island. Genau, hoch. Nur hier links oben in der Ecke das Wasser. Da sollst du mal bitte hin. Hier, die. Oh, ja, genau. Ja. Das ist unser Ziel. Oh, hier, Moskau. Moskau. Das ist ja so ungefähr der Europa-Ausschnitt, den man immer so bei den Schulatlanten hatte. Ne? Ach so, wir können auch gerne nach unten. Du kannst gerne nach Südafrika oder so. Ja, da ist klar. Also wenn du migrierst, dann natürlich ins gelobte Land Europa. Ich mach das ungefähr mal vor. Ungefähr ziemlich genau. Sie haben ihr Ziel erreicht. Zack. Genau. Warte mal, das war jetzt gerade komisch. Das muss ich nochmal gucken. Hier, der schwarze Pfeil, der hat sich gerade automatisch bewegt. Ja, ich guck da, am Ende landet die wahrscheinlich in Westdeutschland dann, oder? Diesmal nicht. Das war ein Bug tatsächlich. Ach so, aber ich wette, am Ende ist da was, was da ein Tortenmarker ist. Das war bestimmt ein Bug. Weil für 5 Euro kann man auch nicht viel erwarten. Ich würde mal ganz kurz, ich mach das mal ein bisschen leiser. Also mir geht das so ein bisschen auf den Sack. So. Ich hab's auch schon leiser gemacht. Das ist ja wirklich belastend, diese Musik. Okay. Ja, das war das tolle Kartenfeature. 5 Euro, meine Freunde. Ja. Und jetzt haben wir zur Auswahl, macht es nicht und macht es nicht. Also. Das ist so schlecht. Das macht mich fertig. Ich nehme das bloß nicht, das geht schneller. Ja, genau. I'm a strong, independent woman. Über alles drauf. Sie ist schon da. Eine Gebäudemauer ist eingekracht. Und ich glaube, einige Leute wurden darunter begraben. Sorry, das ist eigentlich voll traurig. Aber dieses Spiel ist so schlecht. Ich nehme die Bombe. Scheiß drauf hier. Also, war es eine Bombe? Ich dachte, dass gerade Waffenstillstand. Ich entschärfe gerade die Bombe, soll ich den roten oder den blauen Draht haben? Ich weiß nichts über Waffen, aber Flugzeuge und Fußstapfen habe ich keine gehört. Ich glaube, es war eine Granate oder sowas ähnliches. Die Leute sind in Panik, überhört man Schreie. Ich schaue mal, ob ich irgendwie helfen kann. Das war übrigens gerade mit dem Bombenentschärfen, war so eins meiner Lieblingsmemes, wo ich nach all den Jahren immer noch lächle. Du hast da so einen Entschärfungshund mit so einem Kopfhörer und dann kommt halt, du musst jetzt bloß noch das grüne Kabel durchtrennen, dann siehst du so diese Kabel aus der Sicht des Hundes, wie halt farbenblind ist. Das ist geil. So, was können wir jetzt machen? Mach das nicht und sei vorsichtig. Mach das nicht, komm. Das ist zu gefährlich, du bist nicht mehr im Homs. Wenn es gefährlich ist, sollst du es gerade machen. Falls etwas passiert, kann keiner kommen und dich retten. Guck mal, jetzt ändert sich die Musik Bild. Ändert sich, oder? Ja. Jetzt kommt noch ein... Bitte halte dich fern, mein Schatz. Ich flehe dich an. Die geht halt trotzdem hin. Ah, du hast ja recht. Ah, siehst du Idiot, wegen dir. Pass auf, ich gehe etwas näher ran, aber bin dabei super vorsichtig. Sie macht's halt doch, das ist geil. Ja, es ist so dämlich. Ist so schlecht. Ich will nur sehen, wie groß der Schaden ist und ob ich irgendwie helfen kann. So, jetzt wird wieder eingeblendet und ich warte kurz, bis ich das nächste lesen kann. So, aber ich verspreche, dass ich nicht in die Nähe vom Einschlagsort gehen werde. Okay. Okay, es war also tatsächlich eine Granate. Anscheinend kümmern sich die guten Leute von Al-Nusra recht wenig um den Waffenstillstand. Ach so, so ist es gemeint, ironisch. Außer sie erschießen Zivilisten, um sich beschäftigt zu halten, bis sie wieder das Regime bekämpfen können. Okay. Also diese Hauptcharaktere macht mich echt gesagt ein bisschen fertig. Das ist ja, die ist belastend. Also ich will die hier nicht. Das ist so der Karen-Typus, oder? Ich,
Nicht mal, ich hab das Gefühl, wir werden hier die ganze Zeit gecatfischt von irgendeinem 8-jährigen Jungen, der hier so tut, als wäre eine Frau. Also, ich meine, der kann ja, oder die alle, die kann ja keinen klaren eigenen Gedanken fassen. Und die, also ja, und ja, dann auf der anderen Seite macht sie, was sie will. Also, die hat schon klare Gedanken, fragt immer noch so pseudohaft nach und sagt dann, fick dich. Aber das läuft halt so auf Schienen, das ist halt so schlimm, ja. Na gut, wie groß ist der Schaden? So viel ich sehe, hat der Knall eine Gebäudemauer komplett umgehauen. Und genau wie ich befürchtet hatte, sind Menschen darunter begraben worden. Sorry, ich muss nochmal lachen wegen der Bombe, wegen dem Hund. Was meintest du? Ich habe Leute sagen hören, dass das hier eine der letzten Gegenden ist, in denen man noch Essen kaufen kann. Ich schwöre dir, dort waren Familien, die Lebensmittel eingekauft haben. Auch die Smiley-Auswahl ist letztendlich, ne? Also. Warte mal. Okay. Naja, er ist halt wütend darüber, dass dort Menschen umgebracht wurden. Das ist ja. Ja, du kannst wütend sein oder so. Oh Gott, ist das schrecklich, Smiley. Also ja, es geht alles in dieselbe Kerbe. Genau, das ändert ja nichts am Spielablauf. Das ist ja echt kein Spiel hier. Das ist ein Roman hier, den wir lesen. Ich fühle mich, als wäre ich zur Belagerung von Homs zurückgebeamt worden. Bald, so Allah will, bist du ganz weit weg. Hoffentlich. Aber Allah aber will nicht. Was ist mit all den Menschen, die hier leben? Was würde mit ihnen geschehen? Oh, verdammt. Oh, sie flucht. Oh. Ich mach nur das passiv-aggressive Fragezeichen. Ne? Zügel deine Zunge. Ja, genau. Sie schreibt. Dort drüben ist ein kleines Mädchen, das weint. Sie ist ganz alleine. Und total verloren. Unsere neue Tochter. Yeah. Ich sehe mal nach ihr. Das liest sich halt auch alles so wie irgendwas, was Klaas Relutius schreiben würde. So. Als ein kleines Mädchen. Nachts träumt sie von Angela Merkel. Patsch, darf ich vorstellen, das ist Jahre. Jetzt kommen wir wirklich so Mädel. Jetzt kommt der Familiennachzug kommt echt in Fahrt, oder? Also, zeig mal das Mädel. Ja. Und die auch ohne Kopftuch. Ja, natürlich. Das ist ja weggebombt worden. Ne? Genau, das sind alles ganz normale westlich Menschen, die gut zu uns passen, die dort leben. So, ich kann wieder es toll finden oder es toll finden. Ich finde es mal weniger toll. Ich nehme das weniger toll, genau. Wir haben ein Achievement unlocked, wie das so schön heißt. Ja. Wirklich? Ja, das sehe ich gar nicht. Hat sie geweint, weil... Achso, du musst das eigentlich lesen. Hallo Yara, hat sie geweint, weil die Explosion ihr Angst gemacht hat? Nicht wirklich, nein. Ich meine ja, natürlich, aber das ist noch lange nicht alles. Sie war mit ihrer Mutter beim Einkaufen. Nein! Doch! Ah. Doch! Ja! Doch! Die Sanitäter haben versucht, ihre Mutter wiederzubeleben, aber da sie so lange gebraucht haben, hierher zu kommen... Ihr Bein wurde von einem Zementblock der Mauer zerquetscht. Sie hatte zu viel Blut verloren. Also erinnert mich gerade ziemlich an Berlin, oder? Mit hier letzte Generation, mit dem Block auf der Fahrradfahrerin. Oh Gott, ja, aber lass uns das jetzt hier nochmal. Ich wollte doch nur ein bisschen Offroad gehen. Zum Kotzen, so. Yep, und damit hätten wir noch ein syrisches Waisenkind. Ein Hoch auf Syrien. Was wirst du jetzt tun? Jetzt gerade? Keine Ahnung. Statt einem Schlafplatz für eine Person suche ich jetzt einen für zwei. Was ist denn jetzt das Hässlichere? Fragst du, ob sie jemanden kennt oder du bist nicht für sie verantwortlich? Ich glaube, du bist nicht für sie verantwortlich. Ja, klar. Noah, ich verstehe ja, dass du aufgebracht bist, aber du kannst nicht die Verantwortung für dieses kleine Mädchen übernehmen. Gott. Nee, du hast es sehr schön gelesen. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, jetzt wird's Akku. Jetzt kommt in Großbuchstaben. Fick dich! Was meinst du, Scheiße? Du wirst sie nicht mitnehmen können. Du kennst niemanden in Aleppo. Du kannst nichts für sie tun. Ich muss nicht mal auf abschicken. Es läuft einfach. Auf keinen Fall kannst du jedem Einzelnen helfen, der dir unterwegs über den Weg läuft. Oh, jetzt wird's mettisch. Du willst, dass ich dieses kleine Mädchen alleine hier draußen sterben lasse? Verstehe ich das richtig? Nein, das habe ich nicht gesagt.
Was ist es dann, dass du sagst? Was willst du von mir? Wenn ich schaue mich hier um und sehe niemanden, der dafür sorgen wird, dass das nicht passiert, wenn ich ihr nicht helfe. Ich verstehe nur. Wirklich? Denn so kommt es mir nicht vor. Alter. Hör auf damit. Ich sage ja nur, dass du ihr nicht längerfristig helfen kannst. Also sollte ich jetzt gar nichts tun. Aber wir haben nicht mal eine Option. Also, das hätten sie jetzt auch einfach weiter Autoplay lassen können, oder? Ja, eben. Es ist so wenig. Wahrscheinlich haben die selber gemerkt, dass es doch ganz gut ist, wenn man selber so tut, als würde man das Spiel spielen. Ja, genau. Das meine ich doch gar nicht. Vielleicht könntest du Yara fragen, wie du zu ihr nach Hause kommen könntest. Warum das? Sie sieht aus, als ob sie keine 8 Jahre alt ist, Matscht. Ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Natürlich nicht. Aber bestimmt hat sie Nachbarn, die helfen könnten. So einfach ist das! Einfach an die Nachbarn abschieben. Abschieben! Dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen. Hört sich toll an, Matsch. Ich wünschte, wir könnten jetzt aus dem Honigbogen dieses Björn Höcke abschieben. Abschieben. Was ist denn eigentlich der Hintergrund von dem Emoji? Ich bin jetzt nicht so, okay. Weißt du, ich bin nicht so. Hat er irgendwie mal sowas gesagt? Mit der Geste, oder? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich eigentlich gut mit Björn Höcke aus. Ja. Nee, keine Ahnung. Oh, guck mal, wir können schon wieder hier auswählen, dass wir die Textnachricht abschicken können. Oh, geil. Das ist ja richtig krass. Ich wollte vor allem jetzt einen Cut machen, wenn jetzt mal ja, zwei Aussagemöglichkeiten. Aber irgendwie trollt uns das Spiel gerade hart. Das geht so bis zum Schluss. Das ist nicht fair von dir. Du weißt, dass ich kein herzloses Monster bin. Ich will nur, dass es für dich so gut wie möglich läuft. Ich weiß, aber ich werde nicht plötzlich aufhören, ein Mensch zu sein, nur damit ich es nach Europa schaffe. Das kann ich einfach nicht. Oh, jetzt simp ich. Okay, tu, was du für richtig hältst. Danke. Was wirst du jetzt machen? Wir folgen deinem Vorschlag. Und jetzt hast du doch. Achso, aber mit dem Mädel. Wir versuchen, die Nachbarschaft zu finden, in der Yara lebt. Sie sagt, dass es dort einen großen Park mit einer Palme gibt. Viel ist das nicht, aber besser als gar nichts. Ein Park mit einer Palme. Ja, okay. Ich bin selten in Syrien, so eine Palme. Ich schau mal, ob ich irgendwas über diesen tollen Park rausfinden kann. Ja, und du kannst es nicht selber googeln wieder. Ihr seid bitte vorsichtig. Natürlich. Noah, ich liebe dich. Ah. So, jetzt ist bestimmt... ich liebe dich auch, Herz, Smiley. Jetzt kommt bestimmt wieder... Scheiße! Ja. Bomben! Und Spannung. Ah, okay. Ja, ab hier machen wir dann mal in der nächsten Folge weiter. Ich würde jetzt wirklich mal bis zu so einer Multiple Choice. Ja, okay. Also, sie schreibt, diese Stadt ist wirklich schrecklich. Sagst du das wegen der ganzen Zerstörung? Unter anderem. Die bin ich wenigstens gewohnt. Aber das hier ist neu für mich. Schau dir das mal an. Das habe ich heute geschossen und dachte, das würde dich ansprechen. Ah, die so. Aus dem Titelbildschirm. Ja, Wahnsinn. Die Zitadelle. Ach, das ist vom Titelbild. Ja, okay. Das ist also dieses Asset Recycling. Als Student habe ich eine Weile an der Restaurierung gearbeitet, der Zitadelle. Das weiß ich noch. Boah, scheiße. Jetzt wird gemansplained. Es befindet sich im 12. Jahrhundert in Zustand. Es gehört zum Ayoyoyobit Stadt. Ja. Immer langsam, ich habe dich nicht um eine Geschichtsstunde gebeten. Hahaha. Das ist jetzt ein wunderbarer Cliffhanger. Ja, also jetzt wird's richtig spannend. Werden wir ihr als nächstes schreiben, wurde sie zerstört oder habt ihr Yaras Wohnung gefunden? Erfahrt es bei der nächsten Folge von Bury Me My Love. Und Ficky, das Game. Wir wissen ja, also ihr kaut ja schon auf euren Nägeln vor Spannung, aber... Denkt dran, das sind eure Nägel, die braucht ihr noch, also. Was hast du uns hier ausgegraben für die Jubiläumsfolge? Oh, das ist wirklich krass. Also, das ist endlich mal ein feines Bett.
Oh, nee, Mann. Das ist totgehangenes Matt. Das ist nicht mal gut abgehangen. Das ist einfach nur töte mich, Matt. Ja, aber ich glaube, die Zuschauer wird es vielleicht freuen. Ah, Gott. Zeit für das YouTube-Gebet. Jetzt in islamischer Form. Inshallah sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, und ihr wisst, was ihr zu tun habt an den Knöpfchen, ja, unter dem Video. Was ist eigentlich bei Amen? Was ist da das passende Äquivalent? Ja, Allahu Akbar. Ist das wirklich das? Ach komm. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ja, dann bleiben wir bei Amen. Also. Warte, ich glaube, die sagen Amin. Ich glaube, die sagen Amin für Amen. Amen und Amin. Mhm. Ja, arabisch Amin ist Amen, genau. Amin der ist minimale Flächeninhalt. Amen. Okay, dann sagen wir jetzt Amin. Ja, ja, Amin. Also heute sage ich nicht Tom, es hat mir Spaß gemacht. Das war wirklich Krampf. Aber gut, dann müssen wir jetzt durch bis zum nächsten Mal. Arti nicht so gerne wieder, aber ja, wir machen das schön. Ja, also, haut rein. Haut rein, tschüss.